In diesem Video möchte ich Ihnen das Quennox QX165 bzw. 1.65 Stativ vorstellen, ein Aluminiumstativ mit 4 Segmenten und einem Kugelkopf. Das Quennox QX1.65 Kamerastativ ist ein Stativ, was sich an den Anwender richtet, der halt eben schon etwas mehr als vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Stativ benutzt. Das hat zum einen damit zu tun, dass es natürlich auch vom Preis her und von der Verarbeitung etwas mehr so im oberen Bereich des mittleren Segments von Stativen, die es so gibt, halt eben angesiedelt ist. Das ist also ein Stativ, was nicht ganz billig ist, aber es ist halt eben auch nicht ganz teuer. Und die richtigen Profigeräte, die also dann 400, 500, 600, 700, 800 Euro kosten, die werden natürlich halt eben auch dann in der Regel dann meistens mehr beansprucht als halt eben jetzt Stative, die zum Beispiel bis 50 Euro dann auf dem Markt sind oder bis 100 Euro. Die sind halt eben auch dafür gedacht oder richten sich auch eher an den Anwender, der halt eben das Stativ wirklich nur irgendwie alle Jubelmonate mal rausholt, weil er vielleicht gerade irgendwie da draußen ein Foto machen möchte, landschaftsmäßig oder wie auch immer. Das halt eben als Info vorab und das ist halt eben das Stativ, was praktisch dann genauso in der Mitte sich da befindet und halt eben die Verbindung herstellt vom unteren Segment in den Profibereich halt eben rein. Und dafür ist es meiner Meinung nach wirklich mehr als ausreichend. Wir haben es hier mit einem Stativ zu tun, was also hier aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt ist, mit einem Kugelkopf. Wir haben dann, werde ich auch später noch einzeln erklären, hier verschiedene Funktionen an dem Stativ, die wir halt eben hier einzeln auch noch so vorstellen werden. Darüber hinaus die Stativplatte, die wir hier haben, die kann also auch mit dieser Handschlaufe dauerhaft an der Kamera dranbleiben. Und dann hat man im Prinzip auch noch eine Handschlaufe mit dabei, wenn man das Stativ halt eben dann einfach mal abbaut und die Kamera einfach dann ganz bequem in der Handschlaufe tragen möchte zum Beispiel. Wir haben hier ein kleines, so ein Netz für einen, dass man also in die Stativbeine reinmachen kann unten, um es halt eben auch noch zu stabilisieren oder halt eben auch um noch Fotoequipment reinzulegen. Und wir haben natürlich hier last but not least, das sage ich auch direkt mal am Anfang, ne, eine ganz tolle Transporttasche, die gepolstert ist hier mit diesen Haken. Und natürlich gehört dazu dann auch ein Tragegurt, der da eingehängt wird. Glaube ich, das brauche ich jetzt nicht im Detail vorstellen. Ist eigentlich ganz klar, was damit gemeint ist. Und natürlich auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, dass Sie alle Informationen zu diesem Stativ hier unter diesem Video finden. Habe ich also verlinkt. Klicken Sie einfach drauf. Da finden Sie auch dann die ganzen Produktmaße und noch weitere Sachen an Informationen. Noch zwei Eckdaten ganz kurz hier am Rande, und zwar haben wir es einmal hier mit einer Auszugslänge von 52,2 cm bis maximal 165 cm zu tun und eine insgesamt Traglast von 15 Kilo. 15 Kilo ist mehr als ausreichend, also ich kenne niemanden, der 15 Kilo Kameraequipment hier auf ein Stativ drauf machen kann. Da muss man sich also schon gewaltig anstrengen und das gibt natürlich auch das gute Gefühl für einen selber, dass man halt eben auch definitiv weiß, dass das Equipment, was man hat, halt eben einfach ohne weiteres da oben drauf gemacht werden kann, ohne dass man Angst haben muss, dass der Kugelkopf die Grätsche macht. Das Dreibeinstativ verfügt also über 4 Segmente, die wir hier haben, die mit jeweils 3 Schnellverschlüssen einfach gelöst werden können und natürlich hat eben auch dementsprechend dann, wenn man die richtige Auszugshöhe eingestellt hat, dann wieder festgedreht werden können. Und das Ganze erfolgt natürlich hier auch, weil die Segmente sehr eng beieinander sitzen. Mit einem Handgriff kann man also hier einfach die Segmente lösen und dann dementsprechend die einzelnen Beine rausnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche geht natürlich auch wieder fürs Zumachen. Im Prinzip halt eben einen Handgriff für auf und einer wieder zu, um dann ganz das Stativ halt eben dann einfach wieder hier in dieses Packmaß dann zurückzubringen, wenn es dann abgebaut wird. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die Rastfunktion der einzelnen 3 Segmente, der einzelnen 3 Beine, die wir hier haben. Das erfolgt nämlich hier nicht einfach mit dem Verstellen der Beine, dass man jetzt irgendwie etwas gedrückt halten muss und dann das Bein dementsprechend abspreizen zu können. Wir haben hier solche Schließmechanismen drin an der Seite, wie man hier sehen kann. Das sind so kleine Hebelchen, wenn man das Bein ganz leicht Richtung Stativ drückt, also der Innenseite drückt, um den Mechanismus etwas zu entriegeln, dann können wir hier einfach mit einem Klick und wie man sieht, das Ganze bleibt dann auch arretiert, das Bein dementsprechend dann einfach umlegen. Sie hören halt eben auch an den Rastfunktionen, dass es dann dementsprechend in der Rastung einrastet. Und hier genau umgekehrt ist es die erste Rastposition, die wir hier haben. Wenn ich die jetzt verändern möchte, muss ich hier auch wieder das Bein ganz leicht gegendrücken, kann der Mechanismus hier einfach einmal so umlegen, um dann das Bein dementsprechend hier in die Position zu bringen, wie ich das dann halt eben auch benötige. Der Kugelkopf aus Aluminium mit der Schnellwechselbasis besteht also aus einem integrierten Schnellwechselbasissystem und mit Hilfe eines Hebels an der Seite wird die Basis zur Aufnahme der Schnellwechselplatte geöffnet und wieder geschlossen. Was das genau im Detail bedeutet, würde ich Ihnen jetzt mal eben kurz demonstrieren. Wir haben also hier einmal diesen kleinen Hebel und der hat den Vorteil einmal, dass wenn wir die Schnellwechselplatte dann lösen möchten, müssen wir diesen Hebel ganz umlegen, hier einmal rum und dann nochmal in der zweiten Rastfunktion ganz nach
außen bewegen. Es ist haptisch übrigens ein ganz toller Genuss, den kann ich hier gar nicht richtig so visuell rüberbringen. Das fühlt sich alles auch ganz toll an. Es ist, ach, kann es gar nicht beschreiben, ist klasse. Und der Vorteil ist natürlich, wenn wir jetzt die Schnellwechselplatte dann hier oben, also die Basis geöffnet haben, dann können wir die Kamera mit der Schnellwechselplatte einfach so rausnehmen. Hat den Vorteil, dass wir halt eben bei anderen Systemen auch einfach viel schneller die Kamera einfach hier so reinsetzen können. Ich glaube, Sie kennen das Problem, wenn die Schnellwechselplatte unter der Kamera ist und man dann die Basisplatte hier mit der Kugelkopfbasis dann verbinden möchte, dann muss man in der Regel meistens immer von der Seite das Ganze irgendwie reinschieben. Das kann auch schon mal irgendwie ein bisschen daneben gehen, wenn man hier so ein bisschen rumfummelt und dann passt es jetzt endlich und dann, ach, zack, ist es drin. Dann macht man das Ganze zu. Das Problem hat man hier nicht. Sobald die Basis hier oben geöffnet ist, kann ich hier die Schnellwechselplatte mit der Kamera natürlich da dran einfach hier so einsetzen und wenn ich den Hebel dann einfach hier einmal so rumschnappen lasse, ist sie schon fixiert. Das heißt, sie bewegt sich nicht mehr und um das Ganze halt eben dann richtig vollständig zu fixieren, den Hebel einfach hier einmal so rumlegen und schon ist die Kamera mit der Platte hier einfach dann gesichert. Ich schalte jetzt noch einmal kurz hier in diese Frontalansicht, um Ihnen zu zeigen, wie der Mechanismus hier an der Basis funktioniert. Bei mir auf der Seite ist jetzt der Hebel, den werde ich jetzt einfach lösen und wie Sie sehen können, bei dem letzten Punkt der Rastöffnung, also hier, wenn ich den einfach jetzt nach rechts rüberdrücke, dann sehen Sie einfach, wie hier ein Segment an der Schnellwechselbasis einfach ausfährt und das ermöglicht halt eben auch einfach die komplette Entnahme der Schnellwechselplatte beziehungsweise natürlich dann mit der Kamera obendrauf und natürlich genauso hier kann es dann einfach wieder mit einem Klick fest verschlossen werden und damit der Hebel hier auch nicht im Weg ist, wird er einfach dann hier noch einmal umgelegt. Am Ende haben wir noch eine Rastfunktion, der dafür sorgt, dass also der Hebel hier wirklich noch einmal richtig reinschnappt und sich jetzt nicht von selber einfach irgendwie lösen kann. Kommen wir jetzt hier zu der Schnellwechselplatte selbst, die also hier über diese gummierte Auflagefläche verfügt, damit hier die Kamera sich halt eben auch nicht versehentlich lösen kann und natürlich auch der Body ein bisschen geschützt wird. Aber in Hauptsache ist es halt eben dafür gedacht, dass die Kamera, wenn sie halt eben auf der Unterseite hier einfach festgemacht wird, sich nicht einfach so wieder lösen kann. Kunststoff auf Metall, das wäre halt eben eine rutschige Angelegenheit und im Laufe der Zeit kann sich das halt eben auch lösen. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, ist halt ein Standard. Im Prinzip haben eigentlich alle Schnellwechselplatten halt eben eine gummierte Auflagefläche. Was halt eben hier besonders auffällt, ist, dass sie also fast über die ganze komplette Aufnahmefläche halt eben gummiert ist. Das bedeutet, egal wo die Kamera sich hier befindet und vor allen Dingen auch egal wie groß die Kamera ist, die Sie da drauf festmachen wollen, Sie haben auf jeden Fall immer hier diesen Grip mit diesem Gummi hier oben drauf. Ein weiterer Vorteil, den wir hier haben, ist, dass sie sehr schmal ist. Das bedeutet, sie passt also unter große DSLR-Kameras genauso gut runter, wie halt eben auch unter die etwas kleineren, schmaleren, spiegellosen Kameras, Micro Four Third-Kameras zum Beispiel halt eben auch, oder zum Beispiel auch einfach oben mit einem Erweiterungssatz. Wenn man hier zum Beispiel halt noch eine spezielle Halterung drauf macht, zum Beispiel für ein iPhone, kann man das auch direkt hier oben drauf machen. Also der Auflagefläche der Platte ist es eigentlich vollkommen egal, was da oben drauf festgemacht wird. Sie finden auf jeden Fall immer irgendwo einen Halt. Der eine oder andere wird es gesagt haben, naja gut, diese Funktion hier mit der Handschlaufe unten dran, also sprich die Kamera ist dann hier oben drauf, dann hat man halt eben noch die Funktion mit der Handschlaufe. Das gefällt mir zwar ganz gut, aber auf der anderen Seite, ich will da nicht immer irgendwie alles hier so rumbümmeln haben. Ne? Ist auch richtig, wenn man die Schnellwechselplatte umdreht, dann fallen also direkt erstmal zwei Sachen auf. Zum einen, dass wir hier halt eben die ganzen Imbusschlüssel haben, die wir halt eben brauchen und zum Beispiel jetzt halt eben auch hier die Kamera über diese Schraube, die hier unten dran ist, mit dem 1/4 Zoll Außengewinde fest zu machen, befindet sich also hier unter der Platte. Wir haben aber auch hier noch eine Funktion, wenn wir diesen kleinen Pin einfach hier reindrücken und dann Richtung der Imbusschlüssel drücken, dann öffnet sich hier dieser Haken, wie man das sehen kann. So, sehen Sie das? Und dann kann ich natürlich auch sagen, gut, ich will also jetzt hier einfach diesen Haken nicht benutzen, ich mache das jetzt einfach mal raus. Ist natürlich etwas von der Kamera immer zu zeigen, etwas blöd, aber ich zeige Ihnen das natürlich trotzdem. Dann kann man das hier einfach rausmachen und dann ist der auch nicht mehr im Weg. So, ne? Das ist halt eben etwas, was ich schlecht demonstrieren lasse vor der Kamera. Da muss ich genau drauf gucken, was ich da eigentlich auch mache. Jetzt haben wir also die Schnellwechselplatte ohne diesen vielleicht für den einen oder anderen etwas störenden Handgurtenschlauch, den wir hier haben. Ich persönlich finde ihn eigentlich ganz gut, aber wenn Sie halt eben nicht benutzen möchten oder halt was anderes haben, können Sie die Schnellwechselplatte natürlich auch einfach so benutzen. Um die beiden Elemente natürlich jetzt wieder zu verbinden. Das ist auch wesentlich einfacher, das kann ich jetzt wieder vor der Kamera zeigen. Da zieht man hier einfach dann wieder diesen Clip nach unten, damit der Haken auf ist und drückt dann hier einfach den Haken der Handschlaufe wieder rein und schon ist die Schnellwechselplatte mit der Handschlaufe wieder verbunden. Weiter geht's mit dem Kugelkopf. Ich werde einfach jetzt mal hier die Schnellwechselplatte wieder oben einfach fixieren. Und der Kugelkopf hat also hier an der Unterseite einen Drehteller. Das bedeutet, der ist halt auch panoramafunktionsfähig, wenn man so möchte. Man kann anhand dieser Skala halt eben auch dann genau sehen,
wo jetzt hier dann in welchem Gradabstand jetzt der Kugelkopf sich gerade befindet. Das bedeutet, dass die, wenn sie ein Panorama schießen wollen und sagen einfach, sie wollen das halt eben jetzt hier in den 15er Grad-Schritten einfach dann machen, dann können sie das einfach tun, von 75 auf 90 Grad, von 105 auf 120 zum Beispiel auch, oder halt eben auch in einem etwas weiteren Radius. Das hängt auch immer davon ab, mit was für einer Brennweite sie ein Panorama machen wollen. Wenn sie Weitwinkel machen, dann können die Abstände natürlich halt eben dann dementsprechend größer sein. Und wenn sie mit dem Teller arbeiten, dann sollten sie halt eben den kleinsten Abstand einfach benutzen. Der Drehteller ist natürlich nicht permanent in Funktion. Das bedeutet, mit dieser kleinen Feststellschraube hier am Rand kann er also dann praktisch gelöst werden und ist somit aktiviert. Das Ganze geht natürlich dann halt eben 360 Grad einfach rum. Und man kann natürlich dann, wenn die Position halt eben dann gefunden ist, die man möchte, zur Sicherheit für jeden einzelnen Schuss, hätte ich jetzt beinahe gesagt, für jedes einzelne Bild, was Sie da halt eben machen, einfach den Knopf wieder festdrehen. Müssen Sie aber nicht, weil der einen sehr schwergängigen Leichtlauf hat. Das ist auch ein schöner Widerspruch in sich, was ich gerade gesagt habe. Bedeutet, der schlackert natürlich nicht rum, aber es gibt halt eben einen gewissen Widerstand. Der macht übrigens diesen Kugelkopf halt eben auch ganz wunderbar dafür geeignet, hier mit den Video-DSLRs zum Beispiel halt eben auch wirklich sehr schöne, ganz sanfte Schwenks zu machen, ohne dass man jetzt hier irgendwie einen Griff braucht von dem Videoneiger zum Beispiel auch. Das heißt, man packt die Kamera oben einfach dann an, wenn sie halt eben hier oben drauf befestigt ist, und kann also wirklich hier so ganz sanft gegen diesen leichten Widerstand einfach dann hier seine schönen Schwenks machen. Wie gesagt, wenn man halt eben die Position dann gemacht, eingestellt hat, beziehungsweise erreicht hat, die man halt eben haben möchte, oder einfach auch, wenn die Funktion gar nicht genutzt wird, dann wird die Schraube hier einfach so festgedreht. Auch das hier haptisch ein ganz wunderbares Erlebnis, kann ich leider nicht so ganz rüberbringen. Ich löse das aber jetzt nochmal eben hier, um halt eben auch zu zeigen, was sich hier auf der anderen Seite befindet. Da haben wir natürlich jetzt hier die Friktion, beziehungsweise hier einmal die Schraube, um den Kugelkopf zu lösen. Ja, und dann können wir den halt eben einfach hier oben auch bewegen. Ich sag mal nichts. Wie Sie hören, hören Sie fast nichts. Das Ganze geht also fast nahezu geräuschlos. Und man kann hier natürlich auch noch die Friktion selber dann einfach einstellen. Hier ist auch eine kleine Skala am Rand. Da können Sie ganz genau die Stärken halt eben einstellen, wie die Friktion dann auch genau laufen soll. Der Kugelkopf verfügt natürlich darüber hinaus einfach auch nochmal hier über diese Kerbe, damit man den Kugelkopf hier auch einfach so reinbringen kann, um dann richtige Hochformataufnahmen machen zu können. Um zum Fixieren wird einfach hier dann wieder die Friktionsschraube an der Seite dann festgedreht. Die Gummifüße lassen sich komplett abschrauben. Ich habe es gerade eben schon mal gemacht. Das ist also keine große, schwere Quantenphysik, die wir hier haben. Und wir können diese Gummifüße halt eben dann einfach hier mit der Schraube, wenn wir die Schraube dann umdrehen, die ist normalerweise dann hier so versenkt. Deswegen habe ich den Fuß auch abgemacht, um mir das halt eben zu zeigen. Wenn wir das halt eben einfach hier rausnehmen und umdrehen, haben wir hier die Spikes aktiviert. Und dann kann man im Prinzip halt eben auch dann auf dem ganzen lockeren Untergrund, der sich halt eben so in Wald und Wiese befindet, oder halt eben auch, wenn man nicht gerade einen ebenen, geraden Untergrund hat und zum Beispiel in einem Steilhang fotografiert, das Stativ praktisch dann hier mit diesen Spikes einfach hier in den etwas lockeren Unterboden einfach dann so reinrammen. Wenn Sie zum ersten Mal die Spikes einsetzen wollen und dann den Fuß lösen, dann machen Sie nicht den Fehler wie ich. Wenn man es am Anfang nicht direkt weiß, dann schraubt man hier irgendwie rum. Das Rausschrauben geht noch ganz gut. Das Umstecken mit den Reinschrauben dann etwas weniger gut. Deswegen auch ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Wenn Sie den Fuß dann wieder reinschrauben, dann machen Sie nicht die Schraube einfach so rein und drehen den Gummiring, sondern Sie müssen den praktisch dann dafür, damit das Gewinde innen drin greift, etwas nach außen ziehen, also in die andere Richtung. Nach oben ziehen, gezogen halten und dann da mit diesem Mechanismus halt einfach eindrehen. Das hat damit zu tun, dass die Schraube halt eben innen drin noch am Rand so eine Kante hat, und da ist das Gegengiftstück praktisch dazu in den Gummifuß. Es verkantet sich dann und dann kann man es reindrehen. Das Ganze geht natürlich halt eben auch dann fürs Rausdrehen. Hier einfach so, und dann sind die ganzen Segmente bzw. die Gummifüße dann hier wieder mit den einzelnen Beinen verbunden. Das Kamerastativ kann auch als Einbandstativ verwendet werden. Dafür werden einfach die Mittelsäule sowie das Beinsegment mit dem Schaumstoffgriff entfernt und direkt aufeinander geschraubt bzw. abgeschraubt. Die maximale Höhe des Einbandstativs am Kugelkopf ist dann mit 1,80 Meter erreicht, und das ergibt sich halt eben aus der maximalen Höhe des Beinsegments und der Mittelsäule. Die Stativbeine können um 180 Grad nach oben geschwenkt werden, und so umgeklappt kann das Stativ dann für die Makrofotografie benutzt werden. Außerdem wird so das geringe Packmaß von 48 cm erreicht, was ich Ihnen anfangs auch gezeigt habe, und das ist halt eben auf die Gesamtlänge dann gesehen von 1,65 Meter im normalen Zustand schon ziemlich beachtlich. Das war also das Quinox QX165, das professionelle Kamerastativ mit dem Kugelkopf aus Aluminium mit den vier Segmenten mit einer Einstellhöhe von minimal 52,5 cm bis 165 cm hier bei uns im Shop.